Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem sehr, sehr gefragten Video, weil diese Frage habe ich, glaube ich, im Laufe meiner Schwangerschaft sehr oft bekommen. Und zwar, welchen Kinderwagen werdet ihr für den kleinen Philipp haben? Und heute darf ich es euch endlich verraten und euch endlich zeigen, weil der Stocke Explorer wurde nämlich neu designt, neu überarbeitet und es ist ein ganz neues Modell sozusagen, also nicht ganz neu, sondern einfach nur gewisse Aspekte wurden neu designt und ja, das werde ich euch natürlich dann im Laufe des Videos zeigen, aber zuerst packen wir ihn mal aus und bauen ihn auf, oder? Würde ich mal sagen. Ja. Und während der Papa den Karton öffnet, werde ich euch mal das ganze Zubehör zeigen, was ich da so dabei habe und werde euch das Ganze mal zeigen. Also, ich habe hier als erstes den Snack Tray, das ist so fürs Baby, also später dann, wenn er halt in dem Alter ist, wo das Kind snacken kann und im Sportsitz sitzen kann, kann man diesen Snack Tray montieren. Dann kann man den Kindern so ein paar Knabberzeugs reingeben, irgendwas zum Snacken halt. Dann was für die Mama, also etwas für Mama oder Papa, und zwar den Stocke Cup Holder. Also wie der Name schon sagt, da drinnen könnt ihr dann euren Kaffee oder was auch immer euer Getränk reinmachen, auch ziemlich praktisch. Dann haben wir den Schirm, das ist der Sonnenschirm. Dann habe ich hier das Zubehör für alle wichtigen Wettereinflüsse, die es so gibt. Wie man sehen kann, hier einmal, wenn es regnet, den Regenschutz. Dann habe ich hier das Moskitonetz, welches auf die Babywanne genauso wie auf den Sportsitz raufpasst. Und dann habe ich hier die Sonnenblende. Die Sonnenblende ist sogar mit einem Sonnenschutz von 50 plus ausgestattet und sie ist auch wasserabweisend. Also richtig, richtig toll und finde ich, braucht man unbedingt bei einem Kinderwagen dazu. Dann haben wir hier was für die Luisa und zwar den das Geschwisterboard, wo dann die Luisa sich hier dann drauf stellen kann und mitfahren kann. Also das Siblingboard. Dann richtig, richtig cool. Diese Handschuhe, das schaut dann so aus, die montiert man dann so, also die befestigt man dann so an dem Kinderwagen. Perfekt für die kalten Wintermonate, dann frieren einem nämlich nicht mehr die Finger an. Wer kennt das nicht? Der Kinderwagen ist immer so kalt und mit dem ist er immer warm. Also zumindest eure Hände. Jetzt. Dann haben wir hier für den Sportsitz so einen Überzug. Perfekt, gerade für den Sommer, wenn das Kind schwitzt, das ist perfekt, weil es nämlich so aus Frottee ist und es ist einfach, das absorbiert das einfach und dann kann man mit ein bisschen die Luft besser zirkulieren und das Kind schwitzt dann nämlich nicht mehr so. Dann gibt es hier noch so eine Matratzenschoner. Caricot Fitted Sheet, also so ein, ja, nicht Matratzenschoner, so ein Überzug für die Matratze. Genau. So, ja, und das war's jetzt am Zubehör. Und der Papa hat schon alles hier ausgepackt. Und jetzt geht's an Zusammenbauen. Ich bin mal gespannt. Also, du musst als erstes. Ja. Also, das muss dann oben sein. Wow. Und das? Das ist ja auch das Coole am Stocke, dass du das auf deine Größe anpassen kannst. Das heißt, bist du eher ein großer Mann oder eine große Frau, dann kann man das wirklich perfekt für sich und auf seine perfekte Größe einstellen. Weil die meisten Kinderwagen sind eher tiefer und gerade große Menschen buckeln sich dann immer und das ist, glaube ich, etwas, was halt für den Stocke spricht. Echt cool. Ja. Und man kann jetzt auch das Kind höher geben. Also man kann, im Stocke sitzt das Kind wirklich näher an der Mama, weil es weiter oben ist und es hat einen sehr, sehr guten Blick einfach. Und jetzt könnt ihr die Farbe sehen von unserem Stocke Explory X. Ich finde die so schön. Da, 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 da. Ein schönes Blau.
Den Stock Explorer gibt es in 5 verschiedenen Farben. Gelb, Rot, Blau, Schwarz und was war das eine noch? Das ist... Weiß ich gar nicht mehr. Müsste ich nachschauen. Werde ich euch einblenden auf jeden Fall. Aber wir haben uns auf jeden Fall für Blau entschieden. Und das ist der Vorsitz. Den verwendet man so ja, ungefähr ab dem 6. Monat, sagt man. Ja, wir montieren ihn jetzt mal. Das ist ja, man kann die Fußstütze nämlich fürs Kind anpassen. Das heißt, wenn das Kind wächst, sag mal, so viel Kern, also wenn das Kind klein ist, dann ist es noch so, aber wenn das Kind dann wächst, könnt ihr das nämlich so richtig variabel aufs Kind halt anpassen. Könnt ihr es mal anpassen, ne? Das ist perfekt, weil diese Fußstütze gibt dem Kind einfach so eine Stabilität und es sitzt dann einfach besser drin. So, jetzt. Das Kind kann entweder in Fahrtrichtung schauen oder einen selbst als Elternteil. Also das kann man dann so entscheiden wie. Diesen Einsatz kann man übrigens dann wegmachen, wenn das Kind dann älter ist. Und das ist auf jeden Fall dafür gedacht, wenn das Baby kleiner ist, dass es ein bisschen geschützter und kompakter dann drinnen sitzt. Danach, wenn das Baby oder Kind dann größer wird, älter wird, dann einfach rausnehmen. Und dann ist hier der Sportsitz für das ältere Kind. Ja. Die Gurte kann man natürlich auch versetzen, passend auf die Größe des Babys oder des Kindes dann. Wenn es kleiner ist, natürlich hier, dann wächst es mit. Ja. Und hier habt ihr dann das 5-Punkte-Gurtsystem, das super einfach ist und sehr safe. Also ihr habt hier 5 Gurte, die euer Baby einfach sicher im Sportsitz halten. Perfekt. Wenn ihr den Sportsitz runternehmen wollt, dann einfach hier raufklicken und den Sportsitz rausziehen. Ganz wichtig, das ist uns auch jetzt aufgefallen, wenn man das Kind zu einem selbst schauen lassen möchte, dann muss das zuerst wieder abgenommen, also die Fußstütze muss wieder abgenommen werden und danach kann man die Fußstütze aber wieder reinmachen. Ich könnte nicht. Cool, richtig toll. Den Verdeck kann man nochmal aufmachen und dann lässt er sich viel weiter. So, dann kann man nämlich noch mehr zumachen. Und dann hat er dann. Dann hat er mehr Schutz. Ja, ja. Ist das Baby noch besser zugedeckt. Aber da ist ja noch ein Reißverschluss. Mach mal den auch auf. Und der letzte Reißverschluss ist einfach dafür da, um das Verdeck komplett abzumachen. Und der Reißverschluss lässt sich auch sehr schön verdecken. Ja, das ist toll, ja. Das heißt, ihr könnt den Reißverschluss schön verdecken und er schaut nicht dort raus. Das finde ich sehr toll. Und das ist die neue Stucke Kinderwagentasche. Die hat sich ja vom Design her auch verändert. Die schaut anders aus und die werden wir jetzt auch hier ran montieren. So schaut sie übrigens aus. Die Tasche ist auch super einfach montierbar wie alles andere. Das hat so ein Klicksystem hier. Einfach nur reinstecken. Da sieht man, dass da eigentlich gar nicht so wenig Platz drin ist. Na, das ist genau so wie in allen anderen Kinderwegen. Genau. Auch, da hat man ja auch nicht gerade jetzt viel mehr Platz. Ne? Natürlich habe ich auch die passende Wickeltasche dazu genommen. Die ist wirklich toll, wirklich ganz, ganz schön. Man kann sie hier, wie man sehen kann, direkt an den Kinderwagen anhängen oder man kann sie auch off-shoulder tragen. Das schaut dann hier so aus. Und sie hat auch innen drinnen, also sie hat da hinten so eine Wickelunterlage, ganz, ganz praktisch. Und dann hat sie noch innen drinnen eine extra Windeltasche. Das heißt, ihr könnt da die Windeln und die Feuchttücher reinpacken und dann abklipsen und sie rausnehmen. Und einfach voll praktisch, oder? Was für uns jetzt am wichtigsten ist, natürlich nicht der Sportsitz, sondern die Babywanne. Und das ist Stock Explorer Carrycot, hat seinen eigenen Namen. Und die ist natürlich auch in Blau. So. Oh. Kann ich gleich über die Matratze dieses Spannentuch übergeben? Ja. Ich habe euch ja dieses Zubehör gezeigt. Das ist nämlich für die Babywanne. Für die Matratze der Babywanne ein Überzug, den werde ich jetzt auch gleich ranmachen.
Und das Perfekte ist, hier sind sogar zwei Matratzen Spannleintücher drinnen. Das heißt, wenn es schmutzig wird, dann habt ihr ein zweites. Perfekt. Tada, fertig. So, jetzt müssen wir die Wanne aufrichten. Das ist ganz easy. Warte, lass das so. Du lässt das drüber. Das geht einfach so heben und dann reinklicken. Und hier muss es anklicken und dann jetzt. Jetzt ist es stabil. Das Einzige, was ihr euch von Sportzins und der Babywanne teilt, ist dieser Rahmen hier und den, das Verdeck. Das müsst ihr dann, oder? Also das Dach, ja, Verdeck oder Dach, kann man beides sagen. Auf jeden Fall, das ist das Einzige, was man sich quasi teilt für die Babywanne und für den Sportsitz. Aber das ist in ein paar Klicks schnell abmontiert. Genau, das ist ein Klicksystem, genau. Das geht. Ist super easy cheesy. Und schon habt ihr das entweder abmontiert oder wieder anmontiert. So, dann wieder in den Reißverschluss. Genau. Dran befestigen, das machen wir schon vorbei. Wieder den Reißverschluss verdecken. Und schaut mal, voll cool. Da kannst du dir nochmal innen drinnen nochmal so eine Blende mit dem Stockel-Logo und so. Die kann man nämlich drinnen verstecken, wenn man sie gerade nicht braucht. Ach so. Dann sieht man das Baby besser. Oder wenn da halt die Sonne reinfällt, dann so. Das ist cool, dass das direkt integriert ist, nur zum Aufklappen. Und man kann es auch wieder reingeben, ne? Das genau. Ist schon praktisch. Ich kenne das nämlich auch anders, dass man das mit wieder mit Reißverschluss oder so als Zubehör. Und ganz zum Schluss natürlich kommt über die Wanne noch dieser Schutz drüber, dann klickt man hier fest. So. Auch super einfach. Und jetzt machen wir die Wanne rauf. Die hat auch so Indikatoren mit Rot und Grün wahrscheinlich, oder? Genau. Hier ist rot, wenn die Babywanne noch nicht drin ist und danach wird es grün, dann wisst ihr, dass sie safe reingeklickt ist. Hier seht ihr dann nochmal die Matratze mit dem Bezug und hier habt ihr das Verdeck. Und fertig ist unser Stocke zusammengebaut, das heißt, er ist ready für eine erste Rundfahrt. Und ja, ich freue mich so drüber. Richtig, richtig schön. Auf jeden Fall ein schöner Hingucker. Ganz im neuen Design. Für die Leute, die Stocke eventuell schon kennen und sich den Kinderwagen schon mal angeschaut haben, das ältere Modell werden bestimmt die neuen Designveränderungen erkennen. Und wir haben ja auch den Stocke EasyGo Modular, die Babyschale dazu. Und die werden wir euch auch gleich zeigen, wie die ausschaut. Der Papa packt sie gleich mal aus. Das ist auf jeden Fall, wir haben das mit einer Isofix-Station, die man im Auto direkt ranmontiert, kennen vielleicht einige Leute. Und dann muss man die Babyschale eigentlich nur mehr raufklicken und man muss das nicht mehr anschnallen. Das ist super ein Zeitersparnis und auch super safe ist fürs Kind direkt selber. Es ist nochmal eine sichere Variante. Und das ist die Babyschale, die EasyGo Modular X1 mit dem neugeborenen Einsatz, wie ihr sehen könnt. Also die ist richtig, richtig toll. Da hat das Kind hier nochmal einen ganz tollen Seitenaufprallschutz hier für den Kopf und auch hier für den Körper seitlich und hier unten. Also richtig, richtig toll. Und das ist das Verdeck von der Babyschale. Schaut richtig spacig aus, richtig cool, oder? Wahnsinn. Und hier hinten gibt es sogar wieder so, so mehr Netz, oder? Zum Lüftungssystem. Für die Luftzirkulation. Richtig, richtig toll. Und er wiegt auch gar nicht so viel. Ja. Also er ist wirklich sehr angenehm. Gell? Ja, voll. Er schaut schwer aus, finde ich, durch dieses stabile, kugelgeförmige Verdeck. Aber er ist wirklich super einfach. Also sehr komfortabel, wenn man das Baby mal so kurz schleppen muss. Und jetzt werden wir euch zeigen, wie einfach das geht, diese Babyschale auf den Kinderwagen drauf zu machen. Dazu muss einfach nur die Babywanne runter und da das auch, also die Babyschale auch von Stocke ist, braucht man natürlich keine speziellen Adapter mehr und die Babyschale könnt ihr einfach sofort in wenigen Griffen raufklicken und schon könnt ihr mit der Babyschale rumfahren.
Falls ihr natürlich eine andere Babyschale habt, dann gibt es dazu Adapter, die man kaufen kann. Und dann passt dann auch eure Babyschale auf den Stocke drauf. Aber das weiß man, das muss man, glaube ich, nicht dazu erwähnen. Aber hab's jetzt für euch dazu erwähnt. Jetzt zeigen wir euch, wie super einfach die Base zum Installieren ist oder zum Montieren. Also mega einfach. Hier wieder mit diesen roten Punkten. Wenn man das nämlich reinklickt, wird es dann grün. Genau, dann klicken wir zuerst auf die zwei, dann fahren die zwei Schnapper raus. Das kommt dann an dem Auto von euch, an die Isofix, wie heißen die, Haken. Und jetzt ist es wieder grün. Das heißt, alles richtig gemacht. Und jetzt zeigt es der Papa, wie schnell und einfach man die Babyschale an die Station, also an die Base ran montiert. Einfach nur raufsetzen. Und das ist rot. Genau, dann kann ich zeigen, hier ist es rot. Und wenn das reinklickt, wird es grün. Genau, das Babyschale ist drin. Die Babyschale ist dann drin. Ne? Und dann ist ein Knopf. Und somit könnt ihr dann die Babyschale wieder rausnehmen. Also ich glaube, das ist einfach wirklich super, super einfach. Was mir bei den Gurten hier besonders gut gefällt beim Babysitz, ist, dass sie hier integrierte Magnete hat, genauso auch hier. Das heißt, man kann sie hier anheften und das Baby super einfach anschnallen. Das ist einfach ideal, oder? So, wir haben uns jetzt ready gemacht für einen kleinen Spaziergang. Ich habe jetzt auch schon, komm mal her, den Fußsack reingemacht für den Kleinen. Der schläft hier schon ganz kuschelig. Schau mal, wie schön er schläft. Und wie ihr seht, wir haben die kleine Luisa dabei, weil wir haben auch gleich das Geschwisterboard angebaut und fahren mit der Luisa. Und wir haben auch natürlich schon die Wickeltasche angebracht. Und Mama hat auch Handschuhe. Natürlich, die Handschuhe, weil es ist nämlich noch ein bisschen kalt draußen. Ja. Und für den Kaffee. Ja. So, halt dich fest, Luisa. Warte, wir machen den. Baby noch, ist Baby noch zu? Warum? Damit es nicht kalt ist. Warum, Mama? Fertig, Lisa? Ja. Halt sich fest. Let's go. So, meine Lieben, wir werden jetzt unseren Spaziergang weiterführen und wenn ihr auch am Stock interessiert seid, dann werde ich ihn euch unten in der Infobox verlinken. Schaut ihn euch gerne an und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!